Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Carstens Koch- und Finanztalk. Heute mal wieder aus meiner Küche. Ich bin inzwischen des Öfteren gefragt worden, ob ich nicht mal Gerichte aus dem DDR-Alltag nachkochen kann. Und da habe ich mir Gedanken gemacht und habe gesagt, natürlich kann ich das. Also gibt es bei mir heute Ragouffin oder, wie es auch so häufig hieß, Würzfleisch. Würzfleisch mit Schweinefleisch und mit Geflügelfleisch, mit Käse überbacken, mit Champignons und natürlich mit Worcestersoße oder Worcestersoße, wie auch immer man es nennt. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Und dann würde ich sagen, wir legen auch direkt los. Für unser Würzfleisch habe ich zwei Sorten Fleisch besorgt, nämlich Hähnchenbrustfilets. Ich habe die Innenfilets hier schon rausgetrennt und Minutensteaks vom Schwein. Die werden jetzt in Wasser gar gekocht und damit das Ganze auch noch ein bisschen Geschmack bekommt, gibt es noch ein kleines bisschen Wurzelgemüse dazu. Ich habe ein Stück Sellerie, den schneide ich einfach in grobe Würfel. Eine Karotte, auch einfach grob schneiden und eine Zwiebel. Die wird auch einfach in Stücke geschnitten und das kommt jetzt zusammen mit dem Fleisch in den Topf. Zusätzlich kommt dann noch mit rein zwei Lorbeerblätter, Piment und Pfeffer und wir brauchen nachher für das Gericht noch Petersilie. Ich habe die Stängel der Petersilie hier abgeschnitten, die packe ich auch mit in die Brühe. Ich habe hier einen Topf mit 2 Liter kaltem Wasser. Da kommen jetzt als erstes unsere Hähnchenbrustfilets rein. So, und die Schweinesteaks natürlich auch. Und dann, wie gerade erwähnt, das Wurzelgemüse. Ich habe noch eine Knoblauchzehe in 2 Stücke gehackt. Die packe ich auch noch mit da rein. Die Abschnitte von der Petersilie. Und zu guter Letzt Pfefferkörner, Piment und Lorbeerblätter. Und natürlich müssen wir das auch noch etwas salzen. Auf die Menge gebe ich erstmal 2 Teelöffel Salz mit dazu. Nachwürzen können wir nachher immer noch. Ja, und jetzt lassen wir das Fleisch bei mittlerer Hitze ca. 15 Minuten ziehen, sodass es innen gar gekocht ist. Würzfleisch wäre kein Würzfleisch, wenn da nicht auch Champignons im Spiel wären. Da kümmere ich mich jetzt als erstes drum und schneide mir meine Champignons in Streifen bzw. in Scheiben. So, die Champignons sind vorbereitet. Dann brauchen wir noch Zwiebeln. Ich habe 2 mittelgroße Zwiebeln. Ich finde, das gibt dem Ganzen noch ein bisschen mehr Geschmack. Kann auch eine nehmen. Ich glaube, da gibt es keine wirklichen Grenzen an der Stelle. So, Zwiebeln sind auch vorbereitet. Wunderbar. Ich persönlich mag gerne auch noch ein bisschen Knoblauch mit da dran. Wie gesagt, eine Zehe habe ich ja schon mit in die Brühe gepackt. Und hier hätte ich noch eine zweite. Ich nehme frischen Knoblauch übrigens. Der ist nicht ganz so intensiv, aber hat trotzdem ein feines Aroma. Den hacke ich eben auch kurz ein bisschen klein. Und dann sind die weiteren Zutaten für unser Würzfleisch schon vorbereitet. Ganz wichtig, der Schaum, der sich bei der Brühe oben absetzt, den nehme ich ab. Sonst wird das Ganze so trübe und das sieht einfach nicht gut aus. Das ist das Eiweiß, was jetzt vom Fleisch austritt und dann lasse ich es weiter kochen. So, inzwischen ist das Geflügelfleisch und auch das Schweinefleisch gar gekocht. Das hole ich mir jetzt hier mal vorsichtig aus dem Topf raus. Die Brühe gieße ich jetzt durch ein Sieb, denn die brauchen wir gleich noch als Grundlage zur Verfeinerung von unserem Würzfleisch. Aber die Einlage hier drin, die halt nicht mehr. So, das Fleisch ist jetzt ein kleines bisschen abgekühlt. Jetzt kann ich es in Stücke schneiden. Dazu mache ich das so in wirklich mundgerechte Würfel. Im Schwein geht das ja dadurch, dass das schon Scheiben sind, ganz schnell und einfach. Die Hähnchen-Innenfilets so, einmal längs und dann auch quer in Stücke. Achtet da auch bei diesem Gericht darauf, dass ihr das Fleisch nicht zu lange kocht und vor allen Dingen nicht zu stark. Sonst wird das relativ schnell trocken und das will ja keiner haben. Als nächstes brate ich mir die Zwiebeln und die Pilze an. Dazu habe ich eine Pfanne auf den Herd gesetzt und da kommt jetzt erstmal ein kleiner Schluck Pflanzenöl rein. Und dann als erstes die vorbereiteten Zwiebeln. So, und sobald die Zwiebeln leicht Farbe angenommen haben, so wie jetzt hier, dann kommen die Champignons mit dazu.
Das duftet schon wahnsinnig lecker. So, hier einmal kurz mit den Zwiebeln vermischen und auch vorsichtig schön anbraten. So, unsere Pilze haben jetzt wunderbar Farbe bekommen. Es duftet auch schon wirklich richtig lecker. Und jetzt gebe ich kurz noch das Fleisch hier mit dazu. Noch mit ein bisschen Pfeffer. Und ein bisschen Salz, das Ganze nochmal nachwürzen. Der Bratensatz, der sich hier gebildet hat, den löschen wir mit der Kochbrühe von vorhin gleich noch mit ab. Aber jetzt kümmern wir uns als erstes mal um die Mehlschwitze für das Würzfleisch, denn das gibt dem Ganzen ja die hervorragende Bindung. So, als erstes habe ich ca. 100 Gramm Butter in den Topf gepackt. Die wird jetzt erstmal geschmolzen. So, und da kommt jetzt Mehl rein, 2 Esslöffel. Ich sieb die immer noch mal durch. Und jetzt muss das Mehl einfach mit der Butter verrührt werden, dass sich so eine schöne helle Mehlschwitze ergibt. Guck mal, wenn die so schön schaumig ist, dann von unserer Brühe was dazugeben. Erstmal nur so einen Schluck, dass sich das alles wieder gut miteinander verbindet und dann direkt weiter drauf gießen. Nicht zu viel auf einmal, ihr könnt immer noch mal wieder nachkippen. Das soll ja eine cremige Konsistenz haben und am Ende nicht zu flüssig werden. Und immer schön rühren, 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 dass sich keine Klumpen dabei bilden. Ich denke mal, auf die Menge werden wir circa einen guten halben Liter, vielleicht ein bisschen mehr an Brühe benötigen, sodass wir daraus eine richtig schöne, cremige Konsistenz bekommen. Falls euch das zu dünn wird, einfach noch mit ein bisschen kaltem Wasser zusätzlich Mehl anrühren und das Ganze nochmal unterheben, dann zieht das wieder an. Und natürlich das Wichtigste, was nicht fehlen darf, Worcestersoße oder Worcestersoße. Einfach ein paar Spritzer reingeben und schon mal mit unterrühren. So, das muss ich mal probieren, ob das schon schmeckt. Kleines bisschen Worcestersoße noch und noch eine Prise Salz. Dann müsste es passen. In unsere fertige Grundsoße, da kommen jetzt Fleisch, Champignons und Zwiebeln mit rein. Das vermengen wir jetzt richtig schön. Oh, guck dir das an. So, jetzt zuletzt kommt noch die gehackte Petersilie mit darunter. Und dann können wir schon etwas Würzfleisch abfüllen. Ich habe hier 2 schöne Schüsselchen genommen. Wenn man das als Vorspeise macht, nimmt am besten etwas weniger. Als Hauptgang darf es auch ein bisschen mehr sein. Und es wäre kein Würzfleisch, wenn wir da nicht noch Käse drauf machen. Und dann überbacke ich das im Backofen gerade noch so, dass es schön goldbraun ist. Direkt unter den Grill. Denke mal so 5 Minuten, 10 Minuten maximal. Dann ist es fertig. So, 5 Minuten sind rum und oh, guckt euch das an. Das ist ein Traum. Jetzt können wir anrichten. Oh, das duftet wahnsinnig lecker. Würzfleisch. Überbacken, natürlich mit einer Scheibe Toastbrot, Worcestersoße und noch ein Stück Zitrone. Ein wahrer, köstlicher Traum. Diesen DDR-Klassiker, den lasse ich mir jetzt schmecken. Und natürlich findest du alle Details zu diesem Rezept wie immer unter dem Video. Ja, und damit wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Nachkochen und danach guten Appetit. Und wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, ciao!